Wir spielen, wen liebst du? Jo. Ich, egal. Ja, wen liebe ich? Also, bin ich schwul? Wir sind alle schwul. Gut, also ja, das gefällt mir. Okay. Das war ich die Frage, die ist dran. Nein, wieso? Wir haben es doch mit ja beantwortet. Achso, solange ist es. Achso, okay. Ja. Okay. Hat der, den ich liebe, dunkle Haare? Nein. Hat den, den ich liebe, irgendeine Macke in der Sprache, dass er immer irgendeinen Satz sagt, oder? Ja! Ja? Nein? Nein. Der hat eine Scheißsprache. Er hat eine Scheißsprache. Nein, aber er hat keine Macke, dass er immer irgendwas sagt, ja, oder so, also nein. Nein, okay. Bin ich schwul? Warte. Ja, wir sind alle schwul. Okay. Es geht ja nicht um dich, sondern um den, den du liebst. Ja, aber ich bin nicht dann schwul, wenn ich die Person bin. So, ja. Hat die Person helle Haare? Nein. So, stimmt. So, also es ist ein Kerl, ja. Der kann. Ja, ich noch. Kommt dieser Typ aus Europa? Nein. Okay. Jetzt kommt hier, warte. Ich will es, glaube ich, gar nicht. Hat meiner helle Haare? Nein. Doch? Okay. Hat er? Ja. 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 Wenn ihr schon drüber diskutiert, kann es nur blöd sein. Nein. Kommt meiner aus Europa? Ja. Okay. Muss man gerade. Nein. Nein. Okay. Das ist schön. Das ist schön. Okay, ist hellhaarig, kommt aus Europa. Südeuropa? Nein. Okay. Roddy. Ja. Roddy. Komm mal her, einmal gucken. Ja, wen liebst du? Ja, schön. Also derjenige, den ich liebe, ist männlich. Ja. Ja. Was? Ja, er ist männlich. Ja, er ist männlich. Hat er helle Haare? Ja. Kurze Haare? Ja. Ja, jein. Mittel. Ungefähr wie ich. Ja, genau. Und deine Badestecker? Kommt er aus Europa? Ja. Mag er auch allzu zufällig Ponys? Ja. Ist es Polen? Ja. Bin so gut. Was möchtest du trinken? Was möchtest du trinken? Fanta wäre nett. Klein, groß, mittel? Mittel. Okay, also 0,4. Geld kriegst du wieder. 0,4, ne? Ja. Okay. Hat derjenige lange Haare? Nein. Nein, hat er nicht. Tschüss. Ich komme aus Europa. Hast du auf mein iPhone gekauft? Nein. Nein, nicht wirklich. Ich korrigiere. Nein, hast nicht, du bitte auf mein Europa iPhone auf? Ja. Ich würde meinen aus Europa. Ich würde die Hand drauflegen, weil also, er spiegelt. Bin ich Amerika? Oder liebe ich Amerika? Nein. Wäre zu einfach. Okay, wäre zu einfach. Wie kamst du auf Polen, du dumme Nuss? Ich weiß nicht. Du hast gesagt, Spain wird. Du hast gesagt, Spain wird zu einfach. Da. Wer möchte jetzt noch ran? Wie gesagt, du hast gesagt, der ist der Erste, der mir eingefallen ist. Tut mir leid. Okay. Hallo. Möchte noch jemand was? Also nicht Südeuropa. Mitteleuropa. Ist das Mitteleuropa? Ich habe keine Ahnung davon. Also nein, Mitteleuropa ist ja für mich nur Frankreich. Wenn ich Frankreich auf der Stirn stehen habe, kill nein, ich das euch. Ist aber Mitteleuropa. Tut mir leid, dass ich ein Geschichts-LK habe und weiß, wo das okay, Land liegt. Also Mitteleuropa. Okay. Sag einfach mal ja, weil wir alle keinen Plan haben. So. Westeuropa, Mitteleuropa. Ja. Nein. Nein. Ich bin, glaube ich, zu nah an der Kamera. Nein. Ich bin voll die Nahaufnahme. Es sind alle voll die Nahaufnahmen. Nein. Also nicht nein. So. Nein. Kann man nicht sein. Westen ist hat derjenige eine Locke? Ich weiß. Was, eine Locke? Nö. Kann man aus Asien? Ja. Ist das Asien? Das ist Asien. Das ist echt? Gut, okay. Ja. Ich habe da keine Ahnung. Das ist Asien. Ich weiß nur, das ist Asien. Ich weiß nur, es ist nicht Europa. So. Okay, ist mal Damien Liebe verwandt mit Yao? Nee. Oder hat er was mit ihm zu tun gehabt? So? Nee. Will ich einen Asiaten? Also liebe ich einen Asiaten? Ja. Kommt er aus West? Aus Ostasien? Ja. Ja. Oh, ja, doch, Ostasien. Ja. Teils. Hat er braune Haare? Ja, oder? Ich glaube, ja, doch müsste braun sein. Ich habe jetzt gerade kein Bild von ihm. Ich habe eins, aber es ist jetzt blöd, wenn ich das rauskrabe, sonst weiß sie noch, was es ist, weil ich danach gucke. Aber ich glaube schon, dass er braun ist. Ja, guck mal, vergleich mal die Haare, die er hat. Ja, das ist braun. Ja. Ist er mit China verwandt?
ist er mit China vorbei? Alle lachen sich tot. Also kommt der Typ nicht wieder. China. Asien. Was? Asien? Ja. Ja. Ja, okay. Ich hab selber einen Strohhalm. Also Ostasien. Auch so. Ja. Ja. Ich möchte lieber zu meinem England, was mich mit China verwandt, dann ja auch gar nicht. Ob ich vielleicht mal ein bisschen von das da beschütze. Dann gehe ich jetzt immer genau unten gegenüber. Kamera sieht man natürlich. Also egal, ist ein Weg. Kamera, was meinst du? Pokerface auf den. Oh scheiße, sorry. Guck mal, ob du dich darin spiegeln kannst. Ich sag jetzt einfach, nee, kann ich nicht. Ich könnte ins Fenster gucken, das mach ich nicht. Ich sag einfach mal Hongkong. Nein. Spiegel. Okay. Deswegen hab ich ihr gesagt, halt die Hand aufs Handy. Moment. Also du bist wieder es ist Osteuropa? Ja. Ja. Teilweise. Was hast du denn? Oh ja. Ich liebe schnell. Ich habe sowieso keinen Orientierungssinn. Okay, es ist Osteuropa. Da fragst du, ob das im Westen oder im Osten. Nicht jetzt mal allen Ärzten. Weil ich dann ungefähr gucken kann. Ja. Eigentlich Mittel- beides. Mittelost ist das eigentlich. Mittelost. Was ist mit, Mittelost? Hä? Sagen wir, es ist relativ grenzwertig. Es ist rein theoretisch nur gesehen. Naja, eigentlich ist es aber Ost. Es ist in der Mitte, mein Gott! Es ist in der Mitte. Jetzt muss ich mal gucken, welche Stadt sind in der Mitte. Warte mal, er ist heller. Hat er helle Augen? Hat er helle Augen? Eigentlich eher schwarz. Nein. Ich meine eher. Nein. Ich sag's. Ich will dir zeigen, das Problem ist. Europäer? Nein. Nein. Nein, doch, das ist halb in. Ja, aber eigentlich zählt es nicht zu Europa. Ich hab so keine Ahnung, ich bin. Ja, sowohl als auch. Es ist Jein. Es ist sowohl als auch. Aber die Türkei ist auch ein bisschen auf Europa. Aber mehr auf Asien. Ist auch. Frag was anderes! Ich will keine Frage ein. Es ist wirklich, es hat eine natürliche Grenze. Jo, aber echt. Ist sehr groß. Ja. Ja. Jeder normale hätte es eigentlich gewusst. Ja. Ich glaube, selbst ich hätte das gewusst. Ja, ich auch. Es gibt ein paar große. Aber groß von der Statur oder vom Land? Beides. Ey, wir sind so ganz Land antworten. Ja. Ja. Was? Ja, ach so, ja. Weil groß sind sowohl Deutschland als auch Russland als auch Schweden von der Körpergröße her zum Beispiel. Ja, aber sie hat ja gefragt, sie hat aber auch gefragt, ist es in Asien? Und da haben wir Jein gesagt. Man muss ja an Dänemark denken. Kleines Land, aber groß. So, hallo. Ich möchte noch mal drauf hinweisen. Ist mein Land orientalisch geprägt? Ja. Ist es Türkei? Ja. Okay, ich jetzt noch. Okay. Wenn nein, den Krieg ja, also, du bist mir nicht für Land, die schon die Ecke. Ich kann auch einfach mal raten. Ich sag mal Japan. Lassen wir das gelten, oder? Na. Dark Japan. Ja, ja. Toll, ich noch. Deins ist wirklich das Schönste, muss ich zugeben. Ja, toll. Wobei wir sind nicht mal sicher, wo das liegt. Ja. Danke, was habe ich denn da oben stehen? Etwas. Deine Buchstaben. Liebe. Deine, Liebe. Ja. Deine wirklich große Liebe. Also ich könnte dir deine Anhaltspunkte nicht die richtigen Nein. Ja. Nicht mal so. Ja, toll. Nicht deine große Liebe. In Anführungszeichen. Habt ihr erst stimmt? Habt ihr mir da Deutsche draufgeschrieben? Nein. Eine große Liebe. Ich muss gerade gucken. Es war Mittel. Mach doch mal nach deinem Aussehen. Hab ich doch schon erst. Ja, aber ich kann nur sagen. Darf ich eine Frage? Wir dürfen ja oder nein antworten. Ist er groß? No. Nein. Er ist klein. Ja. Die Erkenntnis ist da. Ich hab keinen Plan, was ich da oben stehen hab, Leute. Buchstaben. Ja, toll. Und laut uns liegt der im Westen, Mittel- und Osteuropa. Je nachdem, wo er gerade mal ist, ne? Jetzt muss ich die mit keinem. Ja, halt noch drauf, ist schön. Ich wollte die Zuschauer nur daran erinnern. Oh scheiße, ich muss gleich ein zweites Video starten. Beeilt, da krieg ich noch in 1,20 Sekunden. Ich hab keine Ahnung. Wesh. Frag doch mal nach dem Charakter. Ja. Ich kenne den Charakter der Länder noch nicht. Ist doch egal, frag irgendwas. Selbst wenn sie so, noch so blöd ist erscheint. Ist er aggressiv? Wie kommt drauf?